So, das da, genau. Wenn wir irgendwann noch mal Jedi spielen sollten, und zwar eine andere Klasse, Darko, weißt du, was ich dann mache? Ich gebe nur dunkle Punkte Antworten. Ich will mal wissen, wie sich das auf die Story auswirkt. Wahrscheinlich gar nicht. Ich hätte mir jetzt auch gedacht, wenn du da irgendwie eine Nachricht wie sie töten oder so ankreuzt, dass irgendwas vorher passiert und du abbrichst. Und sie doch nicht tötest. Ich werde das irgendwann, nicht sofort. Ich habe ja jetzt immer Jedi gespielt. Wir hatten immer Sith gespielt, jetzt muss erstmal eine andere Klasse rankommen. Aber dann will ich wirklich nur böse Antworten geben. Ah. Oh, dann auch noch Titan. Es kommt. Aber warte mal, da war ein Briefkasten. Ich hab Brief. Wo bist du? Auf Delfin. Ach, du bist schon. Oh. Ich warte und warte. Was? Und warte. Eine Hand wäscht die andere von André Cresson vor 3 Stunden. Mentalanische Rätselkiste. Hab ich die jetzt aufgenommen? Hoffentlich. Ja. Ja, kriegst du, Kira. Danke. Essen, mittlerer Einfluss. Hier, bitte. Danke. Ja, bitte. Lass dir schmecken. Ich brauche nicht. Ich lebe von Luft und Liebe. Was denn da los? Warum stehen da so ein paar Männer-Kickner? Freundin Grün HM Riss. Was? Die hat wirklich grüne Haare. Das sieht geil aus. Vor allem die Frisur. Cool. Willkommen daheim. Die Jedi stehen in eurer Schuld. Eine Schuld, die wir nie zurückzahlen können. Wenn sie die Orden tragen würden, wäre eure Robe damit übersät. Ich wünschte nur, Meister Orgis könnte an diesem Sieg teilhaben. So, ich werde sein Vermächtnis bis zum Ende meiner Tage in Ehren halten. Das werden wir alle. Er war ein großartiger Lehrer und ein guter Freund. Wir haben einen unserer größten Meister verloren. Aber an seine Stelle tritt ein Jedi, der seinesgleichen sucht. Und ihr, Padawan. Ich wusste, dass ihr uns nicht verraten würdet. Mir fällt kein Grund ein, warum wir aus Kira keinen Jedi-Ritter machen sollten. Einverstanden. Mein ehemaliges Sorgenkind ist zu einem wahren Jedi geworden. Als Vorsitzende dieses Rats ist es mir ein Vergnügen, Kira Carson in den Rang eines Jedi-Ritters zu erheben. Wirklich? Das ist nur gerecht. Immerhin habt ihr geholfen, die Galaxis zu retten. So fühlt es sich also an, wenn man respektiert wird. Die Gefahr auf Tython ist gebannt. Aber wir erhalten aus der ganzen Galaxis neue Kriegsmeldungen. Ein weiterer Krieg gegen das Imperium scheint unausweichlich. Darth Angral war der Funken, der die Flamme entzündet hat. Selbst sein Versagen lässt die Sith Grausamkeiten begehen. Er hat aber auch unsere größte Waffe gegen die Dunkelheit geschmiedet. Die Macht hat mir gezeigt, was vor uns liegt. Die Zukunft vieler liegt in euren Händen. Ihr werdet das Schicksal der Jedi entscheiden. Der Republik, der Galaxis. Ich werde die Republik bis zum letzten Atemzug verteidigen. Möge die Macht mit euch sein. Mit uns allen. Jetzt?
Von der Macht geleitet. Benutze das Holo-Terminal deines Schiffes, wenn du wieder bereit für deine Aufgaben bist. Doch, Holk. Gott, siehst du kacke aus. Teilst du mit deinem komischen Okular da oben? Das ist besser als dein komisches Stirnding. Ganz ehrlich, das hatte ich irgendwann, keine Ahnung, vor 50 Leveln mal. Hast du kein anderes, stärkeres? Ja, du bist ja als Level 60. Das ist für Level 60? Wo bist du jetzt hingelaufen? Na, zum Schiff. Oh. Ich hab's noch rechtzeitig mitbekommen, dass es da nicht lang geht. Zu meinem Schiff. Gott, Gott, Gott. Kann ja nur noch schlimmer werden. Weil wir haben die Klassen-Story-Kapitel 1 immer noch nicht abgeschlossen. Vor allem gibt es ja noch Kapitel 2 und 3, oder wie? Scheint so. Oh ne, ich habe aber mehr Quests. Die ich theoretisch annehmen könnte, aber mal jetzt nicht. Die Macht ist mit dir. Jetzt und bis in die Ewigkeit. Meister Orgus? Seine Macht wächst. Nur du kannst ihn aufhalten. Du musst nach Tatooine. Wen aufhalten? Warum Tatooine? Ein Raumschiff ist in einer Wüstenschlucht abgestürzt. Nutze die Macht. Finde es. Nein. Mit wem habt ihr da gesprochen? Der Holocom ist gar nicht an. Verrückt, aber Meister Orgus hat genau hier gestanden und mit mir gesprochen. Nee, das ist einfach nur Dialog für... Er ist nicht am Leben, T7. Meisterin Kiwix hat mir einmal erzählt, dass mächtige Jedi nach ihrem Tod in der Macht weiterleben. Also war es geschäftlich. Was hat Meister Orgus gesagt? Auf Tatooine ist ein Raumschiff in eine Schlucht gestürzt. Ich sehe es fast in Gedanken. Dann denkt weiter daran. Nächster Halt, Tatooine. Ja. Na dann. Willkommen, Staubplanet. Ja. Und es kostet wieder. Ich muss erst mal gucken, habe ich hier hinten noch irgendeine dritte Nachricht gekriegt? Nee, habe ich nicht. Okay. Seit wir diesen Tanz mit Darth Angral hatten, fühle ich mich anders. Im guten Sinne. Der Imperator ist aus meinem Kopf verschwunden. Dieses kranke Monster hat mich nur runtergezogen. Jetzt bin ich endlich frei davon. Prima. Was der Imperator euch angetan hat, war Unrecht. Und er wird es niemals wieder tun. All die gestohlene Zeit. All diese Jahre, wo ich selbst hätte sein können. Das Traurige ist, dass der Imperator immer noch so viele in der Hand hat. Bald wird der Imperator keine Sklaven mehr haben, das verspreche ich euch. Das muss man euch lassen. Ihr seid immer voll und ganz bei der Sache. Wir haben immer noch eine Galaxis zu retten. Packen wir es an. Wisst ihr, was mich nervt? Dass wir so viel Zeit damit verschwenden, Bösewichter zu jagen. Stellt euch vor, wie viel besser es um die Galaxis bestellt wäre, wenn wir dazu kämen, den Bedürftigen zu helfen, anstatt immer nur die Sith zu bekämpfen. Flirten! Ich hätte nichts gegen einen schönen langen Urlaub mit jemand ganz Besonderem. In Ordnung. Und danach? Es wird Zeit, dass sich die Jedi politisch engagieren. Die Senatoren haben die Republik lange genug verwaltet und es war ein Fehlschlag. Wir haben den Überblick und die Macht, um alles besser zu machen. Wir sollten also herrschen. Wir sind wieder neben Sehe ich das etwa falsch?
Die Macht ist zum Schutz da und um Wissen zu erwerben. Niemals, um andere anzugreifen oder zu beherrschen. Ich sage ja nicht, dass wir uns zu Diktatoren aufschwingen sollten. Es würde Wahlen geben, die wir gewinnen, weil wir einfach besser sind. Aber natürlich können wir erst für ein Amt kandidieren, wenn der Krieg vorbei ist. Los, wir wollen ihn jetzt gewinnen. Oh, nochmal quatschen. Ja, ich will noch mehr flirten. Das Schiff ist eigentlich echt schön. Schade, dass wir hier nicht mehr Zeit verbringen. Wir sind immer nur hinter irgendwelchen Übeltätern her, um ihnen eins überzubraten. Das ist ja ganz spaßig, aber nicht wirklich entspannend. Wenn ihr euch schlapp fühlt, hilft ein wenig Jedi-Meditation, um den Verstand zu läutern und wieder Kraft zu schöpfen. Ich soll rumsitzen und so tun, als würde ich an nichts denken? Das hat bei mir noch nie geklappt. Man kann doch nicht immer nur arbeiten. Okay. Wir sollten uns ein Hobby zulegen. Ja, flirten! Ein Hobby fällt mir zwar nicht ein, aber bei oder so hätte ich schon die eine oder andere Idee. Na endlich. Ich dachte schon, ihr hättet mich und nur und ich krieg gleich wieder Black Screen. Bitte? Sie knutschen auf jeden Fall schon mal. Okay. Und schon wieder mit der Kira. So, das wurde aber auch Zeit. Vorfreude ist doch nicht immer die schönste Freude. Was zum Teufel? Oh doch. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Nicht, dass am Ende noch eine Bindung entsteht. Jetzt haben wir einen Grund, häufiger zum Schiff zurückzukehren. Oh, Baby. Das zweite Mal mit ihr mittlerweile, wo ich Blackscreen gekriegt habe. Warum zeigen die das nicht einfach? Ab wann ist das Spiel? 6. Okay, dann verstehe ich das. Ach ja. Ich hätte nie gedacht, dass die sowas einbauen, dass wenn man lange genug flirtet, dass dann auf... ne? Hab ich halt auch nicht erwartet. Hey, du hast 10 Zuschauer. Wie viel? 10. Bei mir wird gerade 7 angezeigt. Die wollen halt alle sehen, wie ein Jedi und ein Jedi miteinander... Mittlerweile ist es sogar richtig gesagt, ein Jedi und ein Jedi. Weil vorher war sie ja ein Jedi und ein Padawan. Was? Ein Jedi und ein Papa? Padawan. Du hast aber gerade Papa gesagt, ich hab das gehört. Oh Gott. Und wie viele Quests hast du schon wieder angenommen? Eine. Nebenquest. Also die Hauptquest und halt eine Nebenquest. Das hält sich noch in Grenzen. Klick da mal auf die Heldenmissionsterminal. Ja, kennen wir ja. Vielleicht gibt's da neue. Nee. Oh nee, hast du die bei Galen Besk angenommen? Keine Ahnung, wie der heißt. Hatte die so ein Sternchen bei dem Dreieck? Ja, Ike hat endlich meine Erkundungsquest. Die erste, glaube ich, von dir. Die hatte ich schon. Wo wir das letzte Mal auf Tatooine waren. Die brauche ich zum Glück nicht mehr machen. Ja, aber... Die hatte ich auch schon. Die, ja, warum sollte ich noch ein zweites Mal machen? Mal ganz ehrlich, das ist ja dumm dann einfach. Die habe ich halt schon gemacht. Also ehrlich, da so wird halt einfach mal kurz Hackbrei draus gemacht. Wo, da hinten waren. Ne, ich mach die nicht nochmal. Ich habe die schon gemacht und gut. Das ist ja das, was auf Zeit ging, wo ich mich so aufgeregt hab, dass man übelst schnell zurück musste und wenigstens einer überleben muss. Das war das bei mir. Nö, das ist ja 8 Imperial umklatschen. Dann hast du wiederum dort eine andere wie ich. Oder die hat sich geändert. Ich fliege jetzt einfach dahin, wo ich hin muss, oh Gott. Ich bin das abgestürzte Jedi-Schiff. Darko, wollen wir nochmal mit dem Ballon reisen? Das war so spannend.
Ich stelle vor, das wäre jetzt die Aufgabe. Boah, da würde ich aber Feuer ausmachen. Oh, was ist denn das da? Fähre zur republikanischen Flotte. Jungland, Devilian, Außenposten. Mandalorianische Räuber, Flashpoint. Stufe 24. Ach nee, das die ist hast du schon mal angenommen. Die ist für 4 Personen geeignet, das war ja das Blöde. Aber ich bin jetzt stärker. Aber 4 Personen ist immer noch 4 Personen. Du wirst ja rauf oder runter gestuft beim Flashpoint. Da kannst du Level 100 sein oder Level 1. Ist egal. Ich. Boah, Darko? Ja? Ich dachte, du machst eine Mission. Warum stehst du hier vor mir? Ich stehe nicht. Ich fahre gerade. Also, du stehst jetzt hier gerade tatsächlich vor mir. Oh, ist eine Fata Morgana. Und jetzt willst du mich anknabbern. Oh, nee. Wen hast du da jetzt schon wieder in mir gebracht? Irgendein Knochennagers. Sag mal, ich muss erstmal im Kreis fahren, damit ich den loswerde. Ach, warum nur? Wo muss ich denn überhaupt hin? Wahrscheinlich wieder im Arsch der Welt. Ja, vor allem hier ist noch nicht mal alles aufgedeckt, sehe ich gerade. Dann lohnt sich das da hinfahren ja mal. Da wo ich hinfahre, ist aber aufgedeckt. Also da wo ich hinfahren muss. Tatsächlich ist bei mir dieser kleine Popelkreis, der sich dreht in einem unaufgedeckten Gebiet und der. Der ist aber in einem unmöglich aufdeckbaren Gebiet. Das wirst du nie aufdecken können, das ist. Bleib mal stehen, Dulli. Ich muss dort aber hinkommen, weil der Suchkreis einfach nur so klein ist wie die Questmarkierung. Ja, ich meine einfach nur, du wirst ja, glaube ich, nie was aufdecken. Das will ich nicht. Ich lass mich überraschen. Laut großer Map wäre er eigentlich noch hier unten irgendwo. Ich verstehe das hier sowieso nicht auf Tatooine. Ja, stimmt. Da warst du ja auch in einem imperialen Gebiet, wo du immer gestorben bist. War das nicht so? Ja. Ich brauche wieder die Minikarte, sonst verfahre ich mich. Ach, warte mal, das ist jetzt da hinten, wo ich echt nicht reingekommen bin. Wo wir nach dem Holocron gesucht hatten. Wie wir da hinkommen. Hältst du das die Ecke? Nee. Ja, doch, das ist die Ecke, ja. Ja, naja, nicht ganz, aber. Da sind wir auch lang gefahren in der Hoffnung, dass wir dort irgendwie rankommen. Jetzt ist nämlich dort der eine Berg offen, wo man rein kann. Weil hier sind natürlich wieder Gegner drin. Ganz viele Darkos. Oh ne, ich mach das nicht nochmal mit dem Kämpfen und Rennen. Kämpfen und Rennen? Ja, ich hatte immer noch Autorennen an. Und wenn du hier in so einen Story-Bereich reinfährst und das Autofahren, Autorennen nicht beendest und in einen Kampf gehst, rennt der automatisch weiter. Das habe ich einmal so versucht. Nee, das ist nichts für mich. Und doch, Darko, das ist das Club, das letzte Stück, weil du aus der Höhle wieder rauskommst. Und dann hast du freien Himmel. Ich glaube, das ist das, was wir nicht aufdecken konnten. Okay. Aber ich werde es ja gleich sehen. Ich bin mittendrin und ich könnte es nicht aufdecken. Hey, das ist auch cool. Die haben da die Kreatur
mit der sich Anakin in Star Wars Nr. 2 angelegt hat. Die haben hier auf dem fast überall auf dem Planeten eine Kreatur davon. Ich habe ja auch schon diese Katze gesehen, die der Pat mit den Rücken zerkratzt hat. Und dieses Viech, gegen das Obi-Wan gekämpft hat. Das habe ich noch nicht gefunden. Ah doch, das habe ich gefunden. Denn mir hat halt wirklich nur noch dieser stierähnliche Kerl gefehlt. Wann hat man denn da eigentlich alle? Aber die halten hier ganz schön was aus, die Dullis. Die absorbieren vor allem so viel Damage. Naja, so viel absorbieren sie dann auch wieder nicht. Ich finde, die absorbieren am Ende noch extrem viel Damage. Das steigen die ja so auf und... Oh, ich habe schon wieder die gleiche Rüstung vom Fremdling bekommen, aber dieses Mal geht der Präzisionswert komplett weg und ich... Warte mal. Doch, und ich krieg kritischen Trefferwert dafür. Dann nehme ich doch kritischer Trefferwert. Das hört sich doch besser an. Und Kira kriegt das andere angezogen. Guck mal, Kira. Jetzt siehst du aus wie ich. Gefällt dir das nicht? Jetzt sind wir ein Pärchen! Zu mich fahren! Ganz ehrlich, kommt hierher, erledigt eine Aufgabe und darf dann wieder wegreisen. Ja. Wo hat der sich denn versteckt, der Feigling? Ich kenne euer Gesicht. Ihr habt Darth Angral besiegt. Ihr seid der Held von Tython. Die Helden von Tython. Ich habe auch gegen Darth Angral gekämpft. Meine Mission war geheim. Niemand wusste, wo ich war. Wie habt ihr mich gefunden? Der Geist meines verstorbenen Meisters Augustin hat mich hergeführt. Er sagte, ihr bräuchtet Hilfe. Der Macht sei Dank. Und eurem Meister. Ich dachte, ich wäre tot. Wir kontaktieren am besten erstmal meine Vorgesetzten. Ich hatte meinen Holo schon fast repariert, als die Sith mich überraschten. Yoma, wo seid ihr? Meister, ich habe meine Mission erfüllt, aber Sith-Attentäter haben mein Schiff über Tatooine abgeschossen. Meister Augustins Geist hat mir einen Retter geschickt. Ich glaube, ihr kennt ihn. Die Macht will, dass unsere Mission Erfolg hat, Meisterin Satil. Das ist der Beweis. Ich wusste, dass er der Schlüssel unseres Schicksals ist. Aber die Ereignisse entwickeln sich rascher, als ich es vorhergesehen habe. Wir hatten zwar schon lange keine Pause mehr, aber ihr könnt auf mich zählen. Yoma, eine Lazarettfähre ist unterwegs. Gebt eurem Retter vorher die Sensoren-Logbücher, die ihr gesammelt habt. Bringt uns umgehend die Aufzeichnungen. Wir erklären alles, wenn ihr auf Tython seid. Also ich muss wieder dahin zurück. Diese Bürde ist nun die eure. Yep. Schützt sie mit eurem Leben. Los. Das kostet wieder 350 Taler, wohl bemerkt. Wahrscheinlich. Das ist gefährliches Gebiet. Ich bleibe hier, bis die Lazarettfähre da ist. Also es gibt zur Abwechslung. Was ich euch gegeben habe, kann nicht warten. Wir sehen uns auf Tython wieder. Möge die Macht mit euch sein. Wo war der Raumhafen? Da. Ja. Das
Das wird wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit so gehen. Erstmal. Kostet bei mir null. Okay. Nach Teil vom Reisen. Ich habe nicht drauf geachtet, wie viel es kostet. Ich habe mir nur gedacht, nach Tatooine hat es 350 gekostet, also zurück wird es auch gleich viel kosten. Aber scheinbar irgendwie nicht. Eigentlich auf Typhon bleiben und Datacrons sammeln. Ich hab Post bekommen. Von wem? Und wieder erstmal zum Orbit und. Ey, fliegt mich doch gleich zum Planeten runter. Das ist das Nervige. Generell nicht laufen. Warum sind auf Typhon fast mehr Leute als auf der Flotte? Das ist eine gute Frage. Ich habe die Sensoren-Logbücher gebracht, Meisterin Satil. Ich denke, ihr habt viele Fragen. Meister Tolbraga wird sie beantworten. Es ist schön, euch endlich persönlich zu treffen. Man sagt, ihr wärt der größte Jedi, den der Orden seit Generationen gesehen hat. Ich glaube, die Macht hat euch zu mir geführt. Gemeinsam werden wir den Imperator besiegen. Ich wurde ein Jedi, um den Frieden in der Galaxis wiederherzustellen. Ich stelle einen streng geheimen Stoßtrupp aus unseren Besten und Klügsten zusammen. Jedi, denen die Bedeutung von Versagen nicht bekannt ist. Ihr habt den Jedi-Orden bereits zweimal vor der Vernichtung bewahrt. Bengal Mor und Darth Angral waren formidable Gegner. Jetzt bitte ich euch, das ultimative Böse zu konfrontieren und mir zu helfen, den Sith-Imperator gefangen zu nehmen. Ihr macht keine halben Sachen, nicht wahr, Meister? In der Umlaufbahn der imperialen Heimatwelt Dromon Kaas befindet sich eine uralte Festung. Sie ist durch eine mächtige Tarnvorrichtung verborgen. Der Imperator beherrscht sein Volk von dieser getarnten Festung aus. Nicht einmal der höchste Sith kann ihn finden. Aber wir werden die Festung finden, hineingelangen und den Imperator gefangen nehmen. Wenn es einen Weg gibt, diese Ziele zu erreichen, müssen wir ihn finden. Wir sind unserem Ziel bereits bedeutend näher gekommen. Der Mann, den ihr auf Tatooine gerettet habt,
hat das Drom- und K-System erkundet. Seine Sensoren-Logbücher werden uns helfen, den Überfall zu planen. Wir werden einer Hyperraumroute durch die Verteidigungsstellungen der Imperialen Marine hindurch folgen. An ihnen vorbeischlüpfen. Weitere Mitglieder des Stoßtrupps decken gerade Möglichkeiten auf, um die Tarnvorrichtung zu durchbrechen und die Sicherheitsmaßnahmen um die Festung des Imperators herum auszuschalten. Ich könnte eure Fähigkeiten auf Balmorra gebrauchen. Das Imperium und die Republik führen dort Krieg und die Kämpfer haben unsere Mission gefährdet. Mein Schiff ist bereit zum Abflug. Sagt euren Leuten, dass ich auf dem Weg bin. Es lastet eine große Verantwortung auf euch, aber ich weiß, dass ihr uns nicht enttäuschen werdet. Jo. Nehmt mit Warren Sedoro, einem anderen Mitglied des Stoßtrupps, Verbindung auf, sobald ihr Balmorra erreicht. Er wird euch die Mission erklären. Wir werden die Galaxis retten. Möge die Macht mit euch sein. Bleibst du hier oder aber noch bei Morgen? Ich gehe jetzt nur noch in den Postkasten gucken und dann werde ich hier ausmachen für heute. Na, okay. Also Balmorra ist dann irgendwann mal dran, wenn ich wieder streame. Captain Scoff im Auftrag Komar Boris Ulgo. Rüstungswartungsset. Okay. Gut. So, dann werde ich mich jetzt hier definitiv für den heutigen Stream verabschieden. Rockstar, Dancer, Killer.